für den Schüler auch, weil ich meine, bei der Prüfung musst du es ja drauf haben. Und wenn du dann quasi einfach viel, 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 viel zu schnell bist, dass du eigentlich fahren darfst, weil dir das der Fahrlehrer so eingetrichtert hat, dann ist es ja auch nicht gut. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Und wir haben heute irgendein Random Kit. Und zwar haben wir Känguru bekommen. Okay, nice. Ja, wir haben das Känguru bekommen. Das hat, glaube ich, gar keinen Fallschaden mehr oder so. Also es wurde auf jeden Fall verändert zu früher. Und yes. Ich komme heute frisch von der Fahrschule, das heißt, ich bin vor gut einer Stunde noch im Auto gesessen und bin durch die City gedrived. Natürlich wurden alle Gummibäume aufgestellt, weil ich meine, wenn ich am Steuer bin, kann es schnell zum Unfall kommen. Natürlich nicht, war alles super, hat alles super geklappt. Und ja, ich möchte einfach euch in dem Video so ein bisschen sagen, dass ihr keine Angst haben braucht, solltet ihr vom Führerschein sein oder so. Ich meine, es ist echt viel Theorie zum Lernen, ja. Also ich war jetzt in so einem 2-Wochen-Kurs, da habe ich, also das war montags bis donnerstags von 18 Uhr bis 21:20 Uhr. Und da, also da hatte ich halt immer den Kurs und dort wird dir halt die komplette Theorie erklärt. Das Ganze nimmt natürlich einiges Zeit in Anspruch. Also es ist schon echt nervig, sich da jeden Tag reinzusetzen und oh, sich das anzuhören, aber es ist nun mal wichtig, ne? Du musst halt, bevor du in den Straßenverkehr kannst, musst du halt einfach die Theorie drauf haben. Weil, was ist, wenn dann auf einmal so eine Kreuzung kommt und du weißt einfach nicht, wer Vorfahrt hat, weil du die Schilder nicht kannst oder was auch immer. Deswegen sage ich immer, Theorie ist wichtig, aber anstrengend. Ich bin kurz vor meiner Prüfung, das heißt, ich habe am 17. Am 17. habe ich meine theoretische Prüfung. Ich habe echt ein bisschen Angst vor. So, der fliegt. Zack, den haben wir. Der hat sogar ein Dia-Schwert. Läuft bei dem. Das finde ich gerade echt ein bisschen Porno. Ja, geil, ich brenne. Oh nein. Ich bin Känguru, ich Idiot. Und ich setze einfach meine Attacken nicht ein. Läuft bei mir. Nein. Oh mein Gott. Alter, Leute. Ich bin gerade echt ein bisschen. Hier, Goldapfel. Ich esse den jetzt einfach. Scheiß drauf. So. Hatte der dann ein bisschen Equipment für mich? Ja. Hatte er. Aber das muss ich jetzt hier erstmal ausfindig machen. Also, wie gesagt, Leute. Habt keine Angst. Und habt auf jeden Fall keine Angst, dass euer Fahrlehrer scheiße ist oder sonst was. Ich meine, natürlich gibt es das auch, dass die Fahrlehrer. Dass es da auch irgendwie ein paar strengere gibt oder so. Aber im Endeffekt wollen sie dir ja helfen, dass du den Führerschein bestehst. Und wenn du jetzt mit jemandem rumfährst, der dich irgendwie 80 im Ortsgebiet fahren lässt oder was auch immer, dann ist es halt natürlich ein bisschen doof. Für den Schüler auch, weil ich meine, bei der Prüfung musst du es ja drauf haben. Und wenn du dann quasi einfach viel, 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 viel zu schnell bist, dass du eigentlich fahren darfst, weil dir das der Fahrlehrer so eingetrichtert hat, dann ist es ja auch nicht gut. Meine größte Angst war einfach, dass mein Fahrlehrer scheiße ist. Und dann habe ich mir so zusammengereimt, was ist, wenn es ein Arschloch ist oder voll streng und was weiß ich, oder mich immer schimpft, wenn irgendwas schief geht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nachdem wir so ein bisschen gefahren sind und er eh total super nett war und so, habe ich gesagt, ich hatte Angst, dass sie nicht nett sind. Beziehungsweise, dass du nicht nett bist, weil ich bin ja mit dem Fahrlehrer bei du und ich treffe ihn gerade überhaupt nicht. Das war jetzt gerade echt ein richtig krasser Move von mir. Nicht. So, Thomas, best player ever. So, okay. 60 Blöcke. Ich darf nicht vergessen, ich bin kein Teleporter. Sowas vergesse ich gerne mal. So. Zack. Zack. Ja, also wie gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen, wenn ihr kurz vorm Führerschein seid. Geht alles locker und gechillt an und dann klappt das auch. Und dann habt ihr auch den Lappen dann später in der Tasche. Ich meine,
besser, ihr meldet euch auch noch so ein paar Wochen nach der Prüfung an, statt die ganze Zeit, ach, hier schön sneaken oder was? Als ob, weißt du, einer mit Diabrust steht vor mir, ich töte ihn und er wird geportet und dann töte ich so einen Randy, der im Prinzip eigentlich kaum Ausrüstung hatte. Beziehungsweise gar keine Ausrüstung, der hatte ja nichts an. Nichts, nothing. Ich kann mir aber auch nichts craften und es leben aber noch zwei Spieler. Ich werde trotzdem mal weiterhin gehen. Okay, das ist der. Er müsste, glaube ich, noch... Oh, jetzt wurde ich wieder weggeportet. Es ist doch immer so, ey. Enderperle. Okay, er hat ihn jetzt getötet. Das heißt, wenn ich jetzt schnell bin, dann kann ich ihn vielleicht holen. Eventuell, wer ist denn gestorben? Ah, ich glaube eh der andere Typ, den wir jetzt getötet hätten. Bin gespannt, was der für ein Kit ist. Aber ich werde mir jetzt den Goldapfel reinsnacken hier. Zack und dann zack. Heiltränke haben wir ja genug. Ich bin Kangaroo. Das sieht mich nicht. Oh. Das ist für ihn natürlich jetzt gerade ein bisschen eine dramatische Situation. Nein, bitte bleib da. Ich bin doch ein netter Mensch. Okay. Leute, und... Moment, Speed. Als ob er mich instant so krass getroffen hat. Oh, oh. Jetzt bin ich aber wieder geheilt. Wo ist er denn? Okay, er ist gerade ein bisschen weit geflogen. Ich sollte ihn aber bekommen. GG. Und er war Schinken. Okay. Ja, vielleicht hat er keinen Hunger oder so. Alter Schwede. Das war jetzt aber trotzdem noch ein bisschen... knapp. Wir haben viele, viele Leute getötet. Ich habe das angesprochen, was ich ansprechen wollte, dass ihr euch einfach wirklich keine Sorgen machen müsst. Bezüglich des Führerscheins, weil es einfach, ich sag mal so, locker machbar ist, wenn ihr einfach gechillt seid und so weiter. Gut, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde mich natürlich ein Däumchen nach oben mega, mega unterstützen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder so habt, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und da würde ich sagen, macht's gut. Haut rein und ciao.